Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag stelle ich Ihnen die neue 3D-Schrubbstrategie HM-Schruppen vor. Mit dem Service Pack 4 von SolidCAM 2013 wurde das HSR-Modul mit der Technologie HM-Schruppen Hybrid Milling erweitert. Welche Anwendungsmöglichkeiten Sie mit dieser neuen Option haben, zeige ich Ihnen an diversen Beispielen. Im ersten Beispiel wird eine Außenbearbeitung durchgeführt, sozusagen eine Kernschrubbbearbeitung. Ich öffne den dafür vorbereiteten Job. Wir sehen zunächst an erster Position im HSR-Modul die HM-Schrubb-Hybrid-Milling-Technologie. Die Vorgehensweise in dieser Technologie ist die gleiche wie in den üblichen Technologien. Es wird zunächst das Fertigteil als Geometrie ausgewählt. Danach ein Werkzeug vom Bediener definiert. Und in den zwangsbedingten Begrenzungen habe ich die Möglichkeit, automatisch oder manuell einen Arbeitsbereich auszuwählen. In der Registerkarte Bahnen haben wir dann Parameter für das Aufmaß, für die Toleranz, die Z-Zustellung und im unteren Bereich haben wir dann Bahnabstandsart, Chor, Kavität oder HM-Spirale. Mit der Bahnabstandsart hat der Bediener die Möglichkeit einzustellen, ob er eine Kernschrubb, eine Außenbearbeitung durchführen möchte, eine Kavität, eine Tasche bearbeiten möchte oder ob er über eine Hybrid-Milling-Spirale die Werkzeugbahnen erzeugen möchte. In diesem Beispiel wird eine Außenbearbeitung, eine Chor-Kernschrubb-Bearbeitung durchgeführt. Dafür wird das Ganze vom Bediener auf die Bahnabstandsart Chor eingestellt. Das Ganze wird dann gespeichert und berechnet und schauen wir uns danach die Simulation an. In der Standardsimulation auf CAD-Modell schauen wir uns zunächst die Simulation der Werkzeugwege an. Und wir sehen, das Werkzeug kommt von außen und fährt von außen nach innen an die Kontur. Die Werkzeugbahn hält sich danach direkt an den Arbeitsbereich, an die zwangsbedingte Begrenzung, an die Kontur. Und es wird von außen nach innen, von oben nach unten, dieser Kern mit der neuen Technologie bearbeitet. Eine typische Schrubbstrategie für eine Außenbearbeitung. Schauen wir uns das Ganze auch noch im Solid Verify Modus an, sehen wir, wie das Werkzeug von außen nach innen und von oben nach unten dieses Bauteil bearbeitet. Mit der Strategie Core. Im zweiten Beispiel wird ein Bauteil bearbeitet mit einer Kavität, einer innenliegenden Tasche. Auch hier öffne ich die vorbereitete HM-Schrubbstrategie. Wir sehen wiederum unser Fertigteil, ein Werkzeug, ein Arbeitsbereich wurde definiert und dann haben wir in der Registerkarte Bahnen die üblichen Parameter. Hier wird nun mit der Bahnabstandsart Kavität gearbeitet. Darüber hinaus haben wir unter Zustellungsart noch Konstant und Konstant plus Ebene. Dazu später mehr. Schauen wir uns auch nun diese Werkzeugbahn einmal etwas genauer an. Mit der Bahnabstandsart Kavität wird mit einer Helikan-Zustellung mittig in das Bauteil hineingearbeitet und dann wird von innen nach außen mit einer typischen Taschenbearbeitungs-3D-Schrubbart dieses Bauteil bearbeitet. Wir tauchen mittig ein und mit einer Innenbearbeitung wird dieses Bauteil schrubbtechnisch bearbeitet. Das Ganze auch nochmal in der Solid Verify Simulation und wir sehen, wie mittig eingetaucht wird und dann dieses Bauteil fertig geschrubbt wird. Mit der Bahnabstandsart Kavität. Im dritten Beispiel soll dieses Bauteil bearbeitet werden. Mit der HM-Spiralfunktion. Wir sehen hier ein Bauteil, das aus verschiedenen Geometrien besteht. Wir haben eine außenliegende Geometrie und auch eine offene Tasche. Wir haben also
Geometrien verschiedenster Art, Außen- und Innengeometrien. Des Weiteren haben wir im mittleren Bereich einen ebenen Bereich, der exakt 20 mm unter der oberen Fläche dieses Bauteiles liegt. Öffnen wir auch diese vorbereitete Operation, sehen wir, es wird ebenfalls mit HM-Schruppen gearbeitet und in der Registerkarte Bahnen haben wir nun hier ein Aufmaß, eine Z-Zustellung von 6 mm eingestellt und wir arbeiten mit der Bahnabstandsart HM-Spirale. Schauen wir uns die Simulation dieser Werkzeugbahn etwas genauer an. Ich starte das Ganze wieder mit einer etwas langsamen Strategie und es wird zunächst mit einer Funktion gearbeitet, Profil mit Freiabstand. Sie sehen, das Werkzeug kommt von außen und fährt mit einer Profilfunktion an die Kontur, an die Außenkontur ran. Wenn dann eine durchgehende Spirale möglich ist, wird dann eine Spiralbahn erzeugt. Deswegen auch der Name HM-Spiralbahn. Das Ganze wird komplett auf einer Ebene durchgeführt und dann wird die zweite Bearbeitung auf der zweiten Ebene durchgeführt. Profil Freiabstand und danach eine Spiralbahn entlang der Kontur. Diese Bearbeitungsmethode ist sehr effizient, wenn Sie außen- und innenliegende Geometrien in einer Bearbeitung zusammenfassen müssen. Sie sehen hier die jeweiligen Z-Zustellungen, minus 6, minus 12, 18 und so weiter. Unsere Tasche liegt in diesem Bereich und wir sehen durch die Zustellung von 6, 12 und 18 haben wir hier keine Werkzeugbahn automatisch erzeugt. Wir haben also hier noch ein Aufmaß von mindestens 2 mm in diesem Bereich. Wie dieses nun bearbeitet werden kann, zeige ich Ihnen nun. Um solche ebenen Bereiche ebenfalls in die Schruppbearbeitung mit einfließen zu lassen, haben wir in der HM-Schrupp-Technologie die Möglichkeit, das Ganze von Konstant auf Konstant plus Ebene unter Zustellungsart einzustellen. Schauen wir uns nun die Simulation dieser geänderten Bearbeitung etwas genauer an. Ich zoome das Ganze etwas näher ran und lasse die Simulation auf CAD-Modell laufen. Wir sehen die erste Zustellung, Z-6, danach die zweite Zustellung auf Z-12 und danach die Bearbeitung auf Z-18. Nach dieser Zustellung Z-18 haben wir auf diesem Bereich noch 2 mm Restmaterial sozusagen. Mit der neuen Technologie wird nun zunächst die nächste Ebene bei Z-24 bearbeitet. Bevor dann aber eine weitere Z-Zustellung erfolgt, wird dann zunächst der Bereich dieser ebenen Tasche nachbearbeitet. Was Sie jetzt gerade gesehen haben. Und danach wird eine weitere Z-Zustellung von 6 mm durchgeführt. Sie sehen also, mit der neuen HM-Schrupp-Technologie aus dem 3D-Schrupp-Modul HSR haben Sie nun weitere Möglichkeiten, 3D-Modelle zu schruppen. Vielen Dank für Ihr Interesse an SolidCAM-Professor.